cool. Ja, dann freue ich mich, dass ich so eine überschaubare Gruppe hier habe. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und vielleicht schickt ihr den Link ja noch an ein paar Kollegen rum, wenn es gut war. Dann hat es sich ein bisschen gelohnt, das vorzubereiten. Ich möchte euch was über Google App Engine erzählen. Ich hoffe, ihr wollt euch das auch anhören. Google App Engine ist ja erstmal so ein Stück Software. Und vielleicht möchten wir erstmal darüber reden, wozu man das überhaupt benutzen will. Also was tut es uns Gutes? Ich habe mir überlegt, das ist heute echt schwer, wenn man heutzutage Software entwickelt, sich nochmal zurückzuerinnern, wie war das denn damals? Also wie war das so vor 5 Jahren? Man hat seine Anwendung geschrieben, jetzt ist die da und jetzt muss die in dieses Internet hinaus. So, also ne, wenn man so privat für sich das gemacht hat, dann stellt man den Rechner einfach irgendwie bei Mama in den Keller oder sowas oder in den Flur, da ist ja das Internet. Aber als Unternehmen, da braucht man eine ganze Menge Technik. Und wenn man sich das heute überlegt, heute machen wir ja nicht mehr irgendwie so PHP, klick mich, eine Seite, zweite Seite, sondern wir haben einen modernen Web-Anwendungs-Stack, der ganz schön viele Erfordernisse mitbringt. Und wenn man mal überlegt, was alles dazugehört, dass man alles braucht, um so eine Anwendung laufen zu lassen, da kommt dann eine ganze Menge zusammen. Ich meine, das fängt natürlich bei den offensichtlichen Sachen an, ich brauche irgendein Stück Hardware, wo das drauf läuft. Da gehen aber die Entscheidungen schon los. Ne? Also man kann zu Thomas Krenn gehen und sich einen Server kaufen und den kann man dann irgendwo in den Rack reinfahren so, und dann schiebt man den da in den Schrank rein. Aber dann hat man sich ja schon entschieden, wie viel Arbeitsspeicher will ich denn haben? Was reicht mir denn? Brauche ich SSDs? Brauche ich Festplatten? Wie viel Terabyte müssen es denn sein? Das kann man ja nicht mehr so ohne weiteres ändern, wenn man den einmal gekauft und in den Schrank geschoben hat. Was brauche ich denn für CPUs? Müssen das moderne sein, die vielleicht AES in Hardware können, so für SSL-Verschlüsselung? Das sind Fragen, die sich... Die meisten sind das nicht mehr gewohnt, sich diese Fragen zu stellen, aber es gab eine Zeit, da war das notwendig. Jetzt habe ich diese Hardware, da muss ich mich entscheiden, was hätte ich denn gern für ein Betriebssystem? Nehme ich was mit Rolling Release oder nehme ich was mit jährlichen Releases? Nehme ich irgendwie Arch oder Debian oder ist es vielleicht doch ein CentOS oder mache ich irgendwas Craziness und nehme irgendwie NixOS oder so? Ich muss mich kümmern um Sicherheitsupdates, ich muss mich kümmern um Downtimes, ich muss mir einplanen, wenn ich diesen Server neu starten kann, wann ist meine Nutzergruppe nicht aktiv? Jetzt habe ich diesen Server, aber vielleicht möchte ich da ja mehrere Teile einer Anwendung drauf deployen. Ich muss mich also irgendwie um Virtualisierung kümmern. Fahre ich da irgendwie VMs drauf oder brauche ich Container? Irgendwie muss ich meine Anwendung voneinander schirmen. Vielleicht auch nur Nutzer anlegen und einfach gib ihm, aber ich muss mir da Gedanken drum machen. Aber das reicht nicht. Heute braucht so eine Anwendung eine ganze Bataillon an Support-Systemen. Ich will vielleicht ganz viele E-Mails verschicken. Jemand klickt auf Like und ich muss an 1000 Leute eine E-Mail verschicken. Ich will irgendwie Push-Notifications zu Handys schicken. Ich will Aufgaben, so Bilder skalieren, Videos bearbeiten, vielleicht verteilen auf verschiedene Worker. Ich brauche so Task-Management. Ich brauche vielleicht Caches zum Beschleunigen meiner Anwendung. Ich habe vielleicht auch Fehler, möchte irgendeine Form von Log-Analyse haben. Wenn ich das alles selber mache, dann setze ich da erstmal 10 zusätzliche Systeme auf. Ein Graylog hier, Redis da, vielleicht noch irgendwie Mail-Gateways hier, das ist ein Haufen Arbeit, den man heute nicht mehr so gewohnt ist, drüber nachzudenken. Jetzt habe ich dieses ganze Support-System, jetzt muss meine Anwendung in irgendwas laufen. Ist das ein Java 7, ist das ein Java 8, upgrade ich vielleicht schon auf 10 oder warte ich bis 11 da ist, spielen die Minor-Versionen da vielleicht eine Rolle, Python 2,7, Python 3, hat jemand schon mal auf irgendwie seinem Rechner mit Python und Dependency Management irgendwie so Probleme gehabt, nicht so mit welche Version kommt, da winkt's, ne? Welche Version kommt aus dem OS, welche kommt von meiner Anwendung, welche habe ich mit Pip installiert, dieses ganze Dependency Management gehört mit zur Laufzeitumgebung dazu und auch da muss ich mir Gedanken drum machen, wenn ich eine Anwendung in die Produktionswelt bringen will und dann aber vielleicht auch über Jahre hinweg updaten oder nur Monate, das reicht ja schon, um sich sein Setup zu zerfrickeln. Jetzt kommt irgendwann meine Anwendung. Ich meine, wir sind jetzt schon 5 Schritte, die ich habe lösen müssen, bevor ich überhaupt anfangen kann, über meine Anwendung nachzudenken. Aber damit ist ja auch noch nicht vorbei. Ich meine, ich kann zwar einfach die eine Seite meiner Anwendung ins Internet hängen und hoffen, dass sie überlebt, aber das ist eigentlich nicht so die schöne Art, sondern eigentlich möchte man da ja ein Frontend-Proxy davor haben. Irgendwas, was das SSL abwickelt für einen, das vielleicht die Denial-of-Service-Attacken möglichst schnell ablehnt, vielleicht so Teergruben, wenn der zum 5. Mal kommt, dann muss er mal eine Minute warten, bevor er eine Antwort kriegt oder sowas. Vielleicht möchte ich auch hier schon Load-Balancing machen, um mal potenziell zumindest mehrere Instanzen meiner Anwendung zu haben. Ich muss mich auch um IPs kümmern. Also wir sind es gewohnt, in einer Welt zu leben, in der jeder eine IPv4-Adresse kriegt.
Aber wir wissen eigentlich auch, dass es schon lange nicht mehr so ist, dass mein DSL-Anschluss zu Hause natürlich eine Public V4 kriegt. Es gibt ganze Länder, da gibt es nicht eine V4-Adresse mehr für Benutzer. Die bekommen alle nur noch V6 auf ihre Smartphones ausgeliefert. Sind denn alle unsere Server überhaupt in der Lage, mit solchen Netzen zu agieren? Wenn ich jetzt für Deutschland eine Anwendung mache, dann muss ich mir vielleicht nicht so viel Gedanken drüber machen. Aber wenn meine Zielgruppe vielleicht auch Indien ist oder ein anderes asiatisches Land, dann ist das was durchaus relevant ist, weil für die ist alles, was durch V4 geht, ist Legacy. Und meine Anwendung muss das auch schon können. Ich muss mich um Skalierung kümmern. Vielleicht reicht es nicht, ne? Morgen bin ich auf Heise und 3 Minuten später ist meine Anwendung kaputt und 5 Minuten später sind alle bei der Konkurrenz, weil die läuft nämlich noch. So. Vielleicht sollte ich das schon hier in Betracht ziehen, was ich alles schon vorbereiten muss, um zu skalieren und wie meine Prozesse sind. Vielleicht passiert das nicht auf heise.de, sondern auf einer indischen Seite und das ist in einer ganz anderen Zeitzone und ich schlafe, während die alle auf meine Anwendung draufklicken wollen. Ich kriege erst am nächsten Tag mit, dass mir gerade das Geschäft meines Lebens entgangen ist vielleicht. Nichts geht heute mehr ohne HTTPS. Jede Seite, jede Anwendung ist HTTPS verschlüsselt. Klar, gibt es Let's Encrypt, kriege ich kostenlos ein Zertifikat. Wem ist schon mal das Let's Encrypt-Zertifikat ausgelaufen und hat es nicht gemerkt? Also ich kenne, ja, da gehen ein paar Hände hoch. Deswegen machen einige auch immer noch traditionelle Kaufzertifikate. Aber auch da muss ich mich um die Erneuerung kümmern. So, da dauert es sogar noch länger, wenn ich es mal vergessen habe, das zu erneuern. Das ist nur die eine Hälfte Zertifikatsmanagement. Gerade wenn ich mehrere Server habe, wie mache ich das denn dann? Kriegen die alle denselben Private Key oder haben die unterschiedliche Zertifikate? Machen die irgendwie Signing? Wie ist das mit der Cypher-Konfiguration? Also welche Geräte will ich noch unterstützen? Ist das Android 2 noch relevant oder kann ich den SHA-1 Cypher raustun, weil die interessieren mich nicht mehr? Ab wie viel Prozent Marktanteil kann ich den denn raustun? Das sind alles Fragen, um die man sich eigentlich nicht kümmern will, weil eigentlich will man diese Anwendung da bauen. Aber es geht halt irgendwie nicht ohne. Es ist Teil dieses Technologie-Stacks. Und wenn ich eine moderne Web-Anwendung bauen will, die in der heutigen Welt Bestand haben kann, dann sind all diese Sachen irgendwie irgendwo relevant. Jetzt kann ich als Anwendungsentwickler natürlich nicht alles davon gleich gut können. Deswegen ist es schon lange so, dass man Teile davon outsourcen kann. Ich meine, schon sehr lange gibt es die Möglichkeit, dieses Hardware loszuwerden, weil das ist ja auch der nervigste Teil. Ich klicke mir einen V-Server, dann ist mir eigentlich egal, auf welcher Hardware der läuft. Meistens ist das aber auch immer noch nur ein Rechner und ich kriege davon halt einen Slice, eine VM da drauf. Wenn die physische Hardware drunter kaputt ist, hat hoffentlich mein Hoster einen Plan, wie er meine VM woanders hin migriert, aber der Rechner ist dann halt mal ein halber Tag weg. Kann passieren. Ich habe auch immer noch normale Festplatten drunter. Wenn die einen Festplattenschaden haben, dann liest auch meine VM vielleicht Fehler von der Platte. Muss ich auch irgendwie mitleben. Geht mal ein bisschen weiter und abstrahiert auch dieses ganze Thema Betriebssystem und Virtualisierung oder Containerisierung weg, dann ist man bei sowas wie Kubernetes, Container Runner. Ich kann in die Azure Cloud gehen und kann sagen, ich hätte gerne Kubernetes-Stack, ich kann dasselbe bei Google machen. Dann kann ich da einfach Container reintun und die kümmern sich darum. Aber was ich immer noch machen muss, ist mich darum zu kümmern, wie viele Nodes habe ich denn in meinem Kubernetes-Cluster? Was für ein Netzwerk haben die denn? Der ganze Teil, der da unten kommt, der bleibt. IP-Adressen-Management, IPv6 mit Kubernetes, ganz spannendes Thema. SSL-Zertifikat, klar kann ich irgendwie Traffic dahin tun und er macht das irgendwie automatisch, aber wenn jetzt Encrypt mal down ist, dann startet der eventuell nicht mehr oder zumindest ohne Zertifikate. Es sind immer noch Themen, um die ich mich kümmern muss. Man hat mir zwar einen Teil weggenommen, aber es ist noch relativ viel übrig. Wenn ich zu einem großen Dienstleister wie Google gehe, kriege ich zu meiner Container Runner auch noch diese Support-Systeme dazu. Ich kann die Google Mail APIs benutzen, ich kann damit große Mengen E-Mails verschicken, ich kann die Task Queue benutzen, ich kann deren Key-Value-Caches benutzen. Das ist schon mal ein Riesenvorteil, ich muss keine extra Software mehr aufsetzen, jemand kümmert sich darum. Aber wenn ich noch einen Schritt weiter gehen will und will, dass man sich eigentlich auch um alles andere kümmert, dann sind wir bei Google App Engine. Bei Google App Engine habe ich nicht nur diesen ganzen Stack bis zur Laufzeitumgebung, sondern auch den Teil zwischen Anwendung und Benutzer, um den man sich Google auch noch kümmert für mich. Alles, was bleibt, ist, ich muss die Anwendung bereitstellen. Mehr muss es nicht mehr sein. Wir werden nachher gemeinsam in einem Beispiel sehen, dass es auch wirklich nur noch eine Datei mit der Anwendung ist und mehr brauche ich nicht mehr. Alles andere macht Google für mich. Ein Thema habe ich jetzt nur angerissen, das ist Skalierung. Und zwar dynamische Skalierung. Skalierung, Wort, das benutzt jeder, aber was heißt das eigentlich? Das heißt zuallererst mal, dass meine Anwendung in der Lage sein muss, damit klarzukommen, dass sie vielleicht nicht mehr die einzige Instanz ist, die gerade auf der Datenbank zum Beispiel rumschreibt. Es kann auch mehrere geben.
da muss meine Anwendung mit klarkommen, dass jemand hinter ihr an den Daten auch noch rumschraubt. Dass vielleicht der eine Request von dem Benutzer bei meiner Instanz landet und der zweite Request landet bei einer anderen Instanz, vielleicht gibt es mich dann als Instanz schon gar nicht mehr. Wenn die Anwendung das kann, das ist die Grundvoraussetzung, dann geht es als nächstes darum, wie skaliere ich? Natürlich, das haben wir schon immer gehabt, wenn ich die Möglichkeit habe, manuell zu skalieren. Ich kaufe noch einen Server, ich stecke da RAM rein, ich fahre ins Rechenzentrum, schiebe den in den Schrank, stecke noch ein Kabel rein, schalte den an. Oh, ich habe skaliert, hat nur 5 Tage gedauert. Das ist der einfachste Fall. Natürlich geht das auch schneller. Ich kann, wenn es VMs sind, kann ich sagen, klicke eine neue VM bei dem Hoster, dann startet die, vielleicht provisioniere ich die irgendwie automatisch. Ist aber immer noch manuell. Wenn jetzt, ich hatte vorhin das Beispiel, wenn jetzt nachts irgendwie, während ich schlafe, in einer anderen Zeitzone gerade meine App anfängt bekannt zu werden, dann kriege ich das vielleicht erst am nächsten Morgen mit, dass mir da gerade ganz viel Business verloren gegangen ist, weil die Anwendung halt 3 Minuten geladen hat bei den Leuten. Ich möchte also eigentlich diesen ganzen Prozess automatisieren, dieses Skalieren. Das heißt, ich muss erkennen, wann hat meine Anwendung Lastengpässe? Wann habe ich überhaupt die Notwendigkeit zu skalieren? Dann muss ich neue Anwendungsinstanzen starten. Dann muss ich warten, bis die auch wirklich da sind. Also ich kann jetzt nicht einfach die Anwendung hochfahren und dann anfangen, da Millionen von Requests drauf zu ballern, weil dann fällt die nämlich gleich wieder um. Sondern vielleicht erstmal 5%, dann 10%, dann 30%, dann vielleicht 50% und dann ist der Cache warm und alles läuft soweit. Ich muss sowieso erst warten, bis die vollständig hochgefahren ist. Das ist ja noch blöder, wenn ich sage, starte mal und hier sind Anfragen und da ist noch gar nichts, was reagieren kann. Das ist genauso schwierig oder wichtig eigentlich wie das Hochskalieren, ist auch das Runterskalieren. Weil was nutzt es mir, wenn das Ding plötzlich auf 200 VMs hochskaliert und dann läuft es ein paar Monate so, obwohl gar nichts mehr passiert. Das kostet mich ganz viel Geld, wo Anwendungen sich im Kreis drehen, nichts zu tun haben und auch am Ende kein Geld verdienen für mich. Also ich habe dann Kosten ohne entsprechende Einnahmen daneben. Runterskalieren ist genauso wichtig, fast sogar noch wichtiger, wenn ich ein kleines Business bin und eben nicht mein ganzes Geld in Richtung irgendwelcher Hoster werfen will. Die Königsklasse ist natürlich herunter zu skalieren auf null. Wenn niemand meine Anwendung benutzt, dann verdiene ich damit kein Geld. Warum soll ich dann Geld bezahlen, dass sie läuft? Also im Idealfall bezahle ich ja nur für die Zeit den Service, in der auch tatsächlich ich damit Geld verdienen kann, weil Leute meine Anwendung benutzen. Das ist nochmal ein ganz spannendes Thema. Da gibt es nicht viele Dienste, die das können. Google App Engine kann das unter Umständen. Schauen wir uns mal an, wie Google App Engine diese Probleme löst. Hardware. So, Google hat Hardware, Google hat eigene Data Center. Wir kennen all diese Bilder von den Schiffscontainerladungen von Servern, die sie da einfach hinstellen und dann stellen sie 10 Schiffscontainer hin. Und das ist genau die Hardware, auf der Googles eigene Dienste laufen, auf der aber auch eure App Engine-Anwendung laufen wird. Das ist exakt dieselbe Hardware. Es sind genau die Server, die Google für sich designt, für sich baut. Das bedeutet, dass ihr so Fragen wie gut ist der Treiber-Support für das Betriebssystem, die stellen sich gar nicht. Google macht sowohl das Betriebssystem als auch die Hardware selber nur für sich. Und nicht nur für sich, sondern an der Stelle auch für euch. Wenn ihr dort anfangt, eure Anwendung reinzutun, dann profitiert ihr von denselben Vorteilen. Google hat Data Center, ich habe jetzt die 4 in Europa mal aufgeschrieben, in Frankfurt, London, Niederlande, Belgien und natürlich überall auf der Welt. Frankfurt ist für uns ganz interessant, weil das ist natürlich in Deutschland und am liebsten haben wir irgendwie unsere Daten nahe und auch in unserer Jurisdiktion. Aber auch, dass ich einfach mit einem Klick sagen kann, meine Anwendung bitte in Asien, ist auch wichtig oder in den USA. Weil wenn sich herausstellt, dass dort eventuell die Zielgruppe ist, die mit der Art von Anwendung, die ich gebaut habe, gut zurechtkommt, dann möchte ich nicht, dass die alle dreimal durchs Meer gehen müssen, um mit meiner Anwendung zu reden. Die soll dort schnell sein, also will ich meine Anwendung dort haben. Das heißt, ich möchte vielleicht auch die Möglichkeit haben, dahin zu expandieren, ohne jetzt erstmal da mit dem Datacenter-Betreiber reden zu müssen und meinen Thomas-Krenn-Server dahin verschicken zu müssen per Schiff. Betriebssystem, selbe Geschichte. Auch Virtualisierung. Google macht das komplett unsichtbar für uns. Sie haben ihr Betriebssystem, sie haben ihren optimierten Netzwerkstack, die haben eine ganze Bataillon von Leuten, die sich darum kümmern, dass das gut läuft. Und das brauchen die für ihre eigenen Dienste, das brauchen sie aber dann, auch für unsere, weil wir können davon profitieren, dass sie quasi das für uns schon so korrekt gebaut haben. Laufzeitumgebung bietet Google App Engine eine relativ große Auswahl. Naja, zumindest alle, die, sagen wir mal, üblich im Webbusiness sind, Java, Python, PHP und Go und Docker. Docker ist natürlich keine Programmiersprache, ist auch keine Laufzeitumgebung. Docker ist etwas, das die App Engine auch kann und was mir sehr viel mehr Flexibilität gibt, aber was mit einigen Nachteilen auch einherkommt.
Komme ich gleich aber nachher im Vergleich nochmal zu. Für den Moment können wir uns das so vorstellen, als wäre das eine weitere besondere Sprache, die die App Engine auch kann und mit der ich eben mehr Freiheitsgrade hinterher habe. Ich habe vorhin schon gesagt, gehe ich zu Google, habe ich ein riesiges Set an unterstützenden Systemen. Ich habe die Mail-API, mein Google selber verschickt Milliarden Mails am Tag. Ich habe die Mail-API und kann die mit meiner Anwendung auch benutzen. Das heißt, ich muss mir auch keine Gedanken mehr darum machen, ob mein Server jetzt in irgendeiner DNS-Blacklist gelandet ist oder ob irgendwie Leute versuchen, über meinen Server Spam zu verschicken. Die Mail-API sagt mir, hey, deine Mail schaut aus wie Spam, ich habe die mal nicht verschickt für dich. Magst du vielleicht nochmal drauf gucken? Ich hätte sie eh abgelehnt beim Empfänger, also brauchen wir sie auch gar nicht erst verschicken. Man hat diese Task-Queue, man hat das PubSub-Hub-System, das sind beides hochskalierende Task-Manager. Das sind Geschichten, wenn ich meine Anwendung baue, denke ich da vielleicht gar nicht dran. Aber plötzlich bin ich auf heise.de und es klicken alle und alle möchten irgendwie Aktivitäten ausführen, die bei ihrem Handy zum Beispiel Push-Notifications senden. Dann kann ich nicht mit voller Bandbreite auf die was weiß ich, Android oder Apple Push Notification Server drauf brezeln. Dann brauche ich vielleicht so einen Task Manager, der mir das erlaubt, in kleinere Happen zu schneiden. Den muss ich nicht erst aufsetzen, Google hat den schon für mich und der skaliert auch mit meiner Anwendung mit. Cloud SQL hatte ich schon mal in einem Google Cloud Frühstück vorgestellt. Das ist im Prinzip MySQL oder Postgres, also klassische relationale Datenbanken, aber in automatisch skalierend. Der ganze Hassle, den man sonst hat mit Replikation aufsetzen und automatische Backups und Restore und wie ist das, wenn jetzt meine Masternode down geht und ich möchte das Replikat jetzt als Master haben, das ist alles wegabstrahiert. Man hat eine Adresse, mit der redet man Postgres und hinten dran passiert der ganze Automatismus. Das ist total cool, weil es ermöglicht quasi die normale Technologie, die man eh schon hat, weiter zu benutzen, inskalierend auf sowas wie der App Engine. Bigtable und BigQuery sind so ein bisschen spezielle Arten von Datenbanken für sehr, sehr große Datenmengen. Ich glaube, da kann man sagen, wenn man sie braucht, dann weiß man, dass man sie braucht. In den meisten Fällen braucht man sie nicht. Cloud Storage ist das, was man normalerweise benutzen würde, um Dateien abzulegen. Braucht man eigentlich auch nichts drüber reden. Es ist wie S3, es ist ein Bucket Storage, wo ich Dateien reintun kann. Google App Engine nimmt mir aber auch das Thema Load Balancing komplett ab. Das heißt, wenn ich meine Anwendung online stelle und jetzt kommt nicht nur eine Anfrage, sondern 1000 und meine Anwendung kommt damit nicht klar, dann übernimmt Google für mich, dass sie nur ein paar Anfragen an meine eine Anwendungsinstanz wirft, die anderen hält es mal kurz fest, startet noch 5 weitere Instanzen und verteilt die dann auf diese Instanzen. Das heißt, das gesamte Thema Skalieren und Load Balancing übernimmt Google komplett für mich. Das wird von denselben Servern abgefangen, die auch die Google-Suche zum Beispiel bedienen. Das heißt, ich habe dieselbe Verfügbarkeit und dieselben Fähigkeiten wie so ein Prime-Produkt wie die Google-Suche oder meinetwegen die Bildersuche oder Gmail. Also egal, was man mit diesem Frontend tut, es wird nicht kaputt gehen, weil die wissen schon, wie sie das machen, dass ihre Google-Suche nicht kaputt geht und meine Anwendung wird wahrscheinlich nicht so viele Anfragen kriegen. Skalierung, habe ich eben schon komplett angedeutet, passiert auch komplett automatisch und transparent für mich. Die Anwendung wird hochgefahren, anhand von Anfragen und Antwortlatenz versucht Google, den Frontend-Server zu ermitteln, ob meine Anwendung gerade gut ist, ob es der gut geht oder ob die gerade anfängt, Probleme zu haben. Und wenn sie merkt, das dauert jetzt aber länger als sonst und es sind auch mehr Anfragen als sonst, dann startet es einfach eine neue Instanz. Und wenn es die nicht mehr braucht, dann räumt es sie auch selber wieder weg und kümmert sich darum, dass kein Request verloren geht. Das kann man alles auch haben mit eigenen Domains. Also ich kann meine Domain, meine Subdomain, meine 5 Hauptdomains einfach an die App Engine dran kneten und Google, also man macht dann einen CNAME dahin und Google bietet diesem CNAME volle IPv4 und IPv6 Unterstützung. Ich muss mich da nicht mehr drum kümmern, ich muss das nicht mal in mein eigenes DNS eintragen. Ich mache den CNAME dahin und um die Details kümmert sich dann Google. Auch SSL macht Google App Engine komplett für mich, auch für eigene Domains. Wenn ich meine Domain da eintrage, generiert Google mit seiner CA ein Zertifikat. Das wird dann sofort von allen Systemen, auch von allen Browsern supported und dann bekomme ich quasi die Anfragen in meine Anwendung reingereicht nach dem SSL-Offloading. Google kümmert sich auch um Cypher-Konfiguration, die wissen, welche Browser sind da noch draußen, wie viel Prozent Marktanteil haben die. Die entscheiden das ja auch für ihre eigenen Frontend-Systeme, ab wann Google Suche zum Beispiel nicht mehr Android 1. irgendwas unterstützt. Dieselbe Entscheidung treffen sie dann auch für mich. Ich muss mich da nicht drum kümmern. Ich habe jetzt hier auch OCSP draufgeschrieben, weil das ist immer so ein Schmerz, wenn man SSL macht, das ordentlich einzurichten. Auch das machen die für einen mit OCSP und OCSP-Stapling, Dinge, die man selber nicht konfigurieren will. Und zu guter Letzt
bietet Google App Engine mir auch die Möglichkeit, Deployments richtig zu machen. Das ist, wenn ich jetzt meine kleine Anwendung rausbringe, ist das vielleicht nicht so das Problem. Aber später gucken wir uns an, wie das ausschaut, wenn mal Fehler in der Anwendung sind. Zu sagen, ich packe mal eine neue Anwendungsversion daraus und dann leiten wir mal 10% des Traffics auf die neue Version. Dann gucken wir mal in die Fehlerlogs. Und wenn ich sehe, dass da Fehler passieren, dann leiten wir die 10% einfach wieder zurück. Sowas zu haben und machen zu können mit 2, 3 Klicks ist extrem cool. Das ist für eine kleine Anwendung noch nicht so relevant, aber wenn die dann mal bei Heise gelandet ist und ich habe plötzlich 10.000 User, muss ich mir um so Sachen anfangen, Gedanken zu machen. Jetzt habe ich ganz viel erzählt, was Google App Engine kann und dass es eigentlich relativ einfach ist. Aber ich kann euch ja alles Mögliche erzählen und eigentlich möchte ich, dass ihr hier auch rausgeht und sagt, ich will das mal probieren. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch das mal in einer Live-Demo. Jetzt ist es aber so, ich bin ein Schisser, ich mache nicht gern Live-Demos. Die gehen immer in die Hose. Deswegen habe ich Screenshots gemacht. Aber ich hoffe, ihr glaubt mir, dass ich das genauso in dieser Reihenfolge gemacht habe und nehmt auch mit, wie es geht. Wenn nicht, gibt eine Videoaufzeichnung, kann man sich nachher nebendran legen. Alles, was ich jetzt mache, ist im Prinzip das Google App Engine Tutorial für Python einmal durchgehen. Das ist eigentlich nichts anderes. Es sind noch ein paar kleine Schritte mehr, die sie nicht erwähnen. Die muss man dann nochmal auf den Link klicken. Aber ich hoffe, dass ihr am Ende da mitnehmt, wie einfach das war. Schauen wir uns mal an, wie so eine Anwendung ausschaut. Das ist jetzt erstmal der Boilerplate, den ich schreiben muss oder irgendwo herkopieren. Mal sagen, Boilerplate, warum? Auf der anderen Seite ist das vergleichsweise wenig. Ich meine, wer hat schon mal Kubernetes-Manifests geschrieben, um seine Anwendung in Kubernetes zu tun? Bei dir weiß ich es. Gut, Kubernetes-Manifest wäre ungefähr 5-mal so lang, mindestens. Und es wäre weniger Information dabei drin, dazu muss man sagen. Im Prinzip benenne ich hier eigentlich nur, ich habe eine Python-Anwendung, die ist thread-safe und lad mal diese Dateien hoch und diese nicht. Man definiert hier auch noch so URL-Händler, aber sind nicht so wichtig. Dann habe ich eine Anwendung. Das ist meine Anwendung. Das ist die einfachste Form von Anwendung, wie ich sie euch anbieten kann. Das ist eine Python-Flask-Anwendung. Die hat 2 Endpunkte. Kann man das halbwegs lesen? Ja, es geht so weit. Ne? Die hat 2 Endpunkte. Slash antwortet mit Hello World. Slash about antwortet mit about me. Und dann gibt es noch einen Fehlerhändler. So. Mehr brauche ich nicht. Das war's. Jetzt möchte ich das vielleicht lokal erstmal testen. Ich installiere mir also das, Python, das Google Cloud SDK für Python, das lädt man sich runter und klickt doppelt drauf, dann ist das installiert. Und dann setze ich mir hier ein Virtual Environment auf und installiere halt Flask als Dependency. For good measure schreiben wir das auch noch in die Requirements rein, weil das ist, wie man Python-Anwendungen so zusammenklebt. Mit dem SDK kommt eine Anwendung, die heißt Dev App Server. Das ist quasi eine Mini-App-Engine zum auf meinem Rechner ausführen. Dann starte ich die und dann sagt die, ja, ich bin jetzt fertig, Anwendung läuft. Und tatsächlich, ich kann sie rechts aufmachen und sie antwortet mit Hello World. Aber wenn man genau in die Logs reinguckt, dann steht da nicht nur, dass die Anwendung auf Port 8080 lauscht, da steht auch was in der 4. Zeile von unten von einem Admin-Server, der da jetzt auch läuft. Und wenn man den aufmacht, dann sieht man das. Dann sieht man, dass man nämlich jetzt eine kleine App-Engine auf seinem Rechner laufen hat. Das heißt, all die Services, die ich in der App-Engine habe, kann ich genauso oder zumindest fast genauso auch auf meiner lokalen Entwicklungsumgebung haben. Da gibt es ein paar Einschränkungen. Wenn ich Mails verschicken will, dann wäre das mit dem Internet schon gar nicht so schlecht zu haben. Aber man kann alles, was die Anwendung selber braucht, kann ich lokal auch reproduzieren und kann damit gleich loslegen zu entwickeln. Jetzt möchte man das Ding endlich online bringen, genug gespielt. Also gehe ich auf Google Cloud, ich muss mir da so einen Account machen, wollen ein paar Sachen von mir wissen und dann sage ich jetzt neues Projekt anlegen. Alles, was ich eingeben muss, ist der Projektname. Mehr wollen die gar nicht wissen. Ich habe hier ein Projekt angelegt, das heißt TechTalk-Python. Klicke ich auf Erstellen, komme ich auf so ein Dashboard. Das Dashboard ist erstmal leer, wir haben hier noch gar nichts deployed, aber ich sehe hier schon, was ich später alles sehen könnte. Man würde ansehen, wie viele Anfragen passieren, wie viele Ressourcen gerade dann gebraucht werden, ob es irgendwelche Fehlermeldungen gibt, wie viel mich das Ding gerade kostet. Sehe ich alles direkt auf einen Blick, ist natürlich noch alles leer, wir haben ja noch keine Anwendung deployed. Machen wir das doch einfach mal. Ich gehe an meinen Terminal und dann schreibe ich gcloud auth login. Dann öffnet sich der Browser und ich muss bestätigen, dass ich bereit bin, dass dieses SDK auf meinem Rechner jetzt mit meinem Account Dinge machen darf. Und dann sage ich, gcloud app deploy. Da werde ich nochmal so ein paar Sachen gefragt, zum Beispiel, wo meine Anwendung denn deployed werden soll. Jetzt kann ich da zum Beispiel 11 reinschreiben, das ist das Rechenzentrum in Frankfurt. Ich kann aber auch einfach reinschreiben, das soll jetzt bitte nach Asien. Da sind wir nämlich genau an dem Punkt. Wenn ich morgen merke, dass meine Anwendung in Asien ja benutzt wird, dann deploy ich die einfach auch nochmal dahin und sage dem Load Balancer, dass die auch da zu finden ist und zack, habe ich da eine Anwendung, auch direkt in einem Kontinent, in einem Land wohnen, ohne jetzt den Server von Thomas Krenn dahinfahren zu müssen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und dann sagt man, will er noch irgendwie wissen, ob das jetzt so in Ordnung ist, dass er das deployt, da sagt man, ja, passt schon.
dann lädt er hier 110 Files lädt er hoch, also alle Dependencies, das Flask und alles, was man so braucht. Und dann sagt er, ich bin jetzt fertig. Ruf doch gcloud app browse auf und dann siehst du die Anwendung. Und wenn man gcloud app browse aufruft, dann kommt man dahin. Und dann kommt man auf seine Anwendung. Man sieht, der hat jetzt eine Domain gewählt, die ist in dem Fall der Projektname.appspot.com, techtalk-python, und die antwortet. Und die hat SSL. Und das ist alles eingerichtet. Und jetzt kann man sagen, naja gut, jetzt läuft da halt die Anwendung. Aber es ist viel mehr als das. Es ist mehr, als dass jetzt irgendwo ein Python-Prozess meine Anwendung ausführt. Das ist jetzt automatisch skalierend. Das ist jetzt automatisch mit den Frontend-Proxys von Google. Wenn da jetzt 2 Millionen Leute draufgehen, dann funktioniert die Anwendung sofort für 2 Millionen Leute. Das skaliert vollständig automatisch hoch, das skaliert auch vollständig automatisch wieder runter und es skaliert auf null. Wenn die keiner braucht, kostet sie mich auch kein Geld. So. Das ist der allereinfachste Weg, eine Anwendung online zu bringen und mal auszuprobieren und vielleicht rauszufinden, was passiert, wenn ich die in diese Welt rausbringe und Leute darauf arbeiten. Machen wir mal noch was anderes. Google App Engine, ich habe ja vorhin gesagt, hat auch noch so Sachen wie Log-Analyse mit dabei. Und das ist eigentlich, das klingt so nach, das brauche ich nie. Aber Tatsache ist, man braucht das eigentlich sehr viel häufiger, als man denkt. Und wenn man es braucht und dann nicht hat, dann hat man ein Problem. Ich habe jetzt hier mal einen Fehler eingebaut. Der ist relativ einfach. Ich dividiere eine Zahl durch 0, das macht man nicht. Aber wenn man es macht, dann gibt es einen Fehler. So, neue Anwendungsversion. gcloud app deploy enter. Rödel, rödel, rödel. Jetzt ist die Anwendung deployed. Mehr ist es nicht. Jetzt heißt meine neue Version deployed. Was ist dann passiert? Er hat das Ding genommen, er hat alle neuen Dateien hochgeladen, die alten, die schon die gleich geblieben sind, die lädt er auch nicht mehr hoch. Und dann hat er den Traffic auf die neuen Anwendungsinstanzen geschaufelt. Dann hat er quasi neue Instanzen hochgefahren, so viele er braucht, weil er weiß ja, im Moment brauche ich 10, also fahre ich mal 10 von der neuen Version hoch und dann fange ich da an, Anfragen rüber zu shiften und dann fahre ich von meiner alten Anwendungsversion auch wieder die Instanzen runter, weil die braucht jetzt ja keiner mehr. Rufe ich diese Adresse auf mit dem Fehler, kriege ich eine Fehlermeldung. Klar, wir haben ja auch einen Fehler gemacht, wir haben durch 0 dividiert. Wir sehen aber hier schon ein Internal Error Occurred, das ist genau die Meldung, die wir hier unten zurückgeben. Das heißt, wir haben auch schon die Fehlerbehandlung eigentlich gerade getestet. Kriege einen 500er Server Error, alles schön. Naja, je nachdem. Wenn ich jetzt mein Dashboard aufrufe, dann sehe ich zum einen, hier sind irgendwie Requests gelockt worden. Ich habe jetzt irgendwie hier 3 Versionen von meiner Anwendung und ich habe einen Fehlerbericht. Der ist hier gerade aufgetaucht und der sagt mir, ich habe einen neuen Fehler. Zero Division Error. Das heißt, ich sehe sofort, wenn ich mein Dashboard aufrufe, jetzt haben wir Anwendungsfehler auf einmal. Jetzt kann ich da reingehen, 10 Stück sind davon aufgetreten, ich habe die URL ein paar Mal aufgerufen, kann ich da draufklicken und dann sehe ich das. Ich sehe ein Histogramm meines Fehlers. Seit wann tritt der auf? Wie oft tritt der auf? In welcher Anwendungsversion trat er das erste Mal auf? Aber noch viel cooler, ich habe hier so ein Stack Trace. Als Programmierer denke ich mir natürlich geil, ich weiß, wo der Fehler aufgetreten ist. Aber nicht nur das, ich kann auch auf diese Codezeilen draufklicken, die sind ja alle blau, und komme dann hier hin. Ich habe ja Google den Code geschickt, als ich die Anwendung deployed habe. Das heißt, der zeigt mir direkt in so einem interaktiven Debugger an, in welcher Zeile mein Fehler ist. Aber mehr als das, ich kann jetzt sagen, speichere mir mal bitte einen Anwendungssnapshot zum Zeitpunkt dieses Fehlers. Dann wartet er, ob der Fehler nochmal auftritt, wenn jetzt irgendeiner da draußen diesen Fehler triggert, und zwar genau diesen, speichert er den Zustand der VM, der Python-VM zu diesem Zeitpunkt und zeigt mir an, er hat jetzt einen Snapshot. Oh, jetzt hat er 5 Snapshots. Und dann kann ich mir angucken, welche Wert die Variablen hatten zum Zeitpunkt dieses Fehlers bei den Leuten und kann die auch vergleichen und sagen, was ist der gemeinsame Nenner? Was ist der Grund, warum diese 5 den Fehler hatten und die anderen 1000 nicht? Also dieses Feature, ich meine, wir haben Fehler gedebuggt in Anwendungen. Wir haben mit Java und Heapdumps haben wir gearbeitet. Das ist schon sehr, sehr cool. Aber das ist noch mal ein bisschen cooler. Und ich habe nichts dafür einrichten müssen. Es war einfach da. Das geht mit Python, das geht auch mit Java. Mit Java muss man noch ein bisschen mehr tricksen. Aber wenn man auch im Standard-Environment ist, kriegt man auch den Quellcode oder zumindest einen Dekompilat davon und sieht diese ganzen Werte. Was man jetzt auch machen kann, ich gehe noch mal kurz zurück, ich kann hier drüben, steht offen, mit Problemen verknüpfen. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt so ein internes Jira habe oder sowas und ich tracke da meine Fehler, kann ich sagen, diese Meldung ist Teil von diesem Bug. Und ich kann sagen, da ist jemand dran, die ist acknowledged. Dann taucht die nicht mehr als neu auf. Heißt also, wenn ich neue Anwendungsversionen deploye, macht Google Stackdriver in dem Fall für mich auch schon die Trennung zwischen, ist das ein Fehler, den wir hin und wieder schon seit Monaten sehen oder ist das ein neuer? Das ist ja oft ganz wichtig. Manchmal hat man ja so Fehler, da weiß man von, das betrifft nur
eine bestimmte Kategorie von Leuten und eigentlich ist es auch nicht kritisch, aber ein neuer Fehler sieht so ähnlich aus, tritt aber an einer anderen Stelle auf, den möchte man vielleicht genauer untersuchen, vielleicht hilft der einem ja, den anderen zu verstehen. Und diese Diskriminierung zwischen Fehlern macht Stackdriver für mich auch schon gleich mit. Jetzt habe ich also eine Anwendung mit Fehler, das ist vielleicht nicht so cool, und dann kann ich hier auf Versionen gehen und kann sagen, naja, im Moment ist 100% der Traffic-Last auf dieser neuen Version. Vielleicht möchte ich einfach zurückgehen auf die alte Version. Dann kann ich die da auswählen. Ich sehe in den Fehlerberichten ja auch schon drin, hier in welcher Version trat er das erste Mal auf. Und kann da draufklicken und lande hier und sehe, was hatte ich für Vorgängerversionen. Und kann die markieren und kann sagen, Traffic dahin migrieren. Und dann klicke ich da drauf und dann fährt der neue Instanzen von der alten Version hoch und migriert den Traffic wieder dahin. Das heißt, ich kann, ohne dass es meine Benutzer merken, ohne dass ich einen Request verloren geht, kann ich zu meiner alten Anwendungsversion zurückmigrieren und hoffentlich erstmal diesen Fehler ausbügeln, bevor ich erneut deploye. So, das ist ganz schön cool. Das ist das, was Google App Engine mir anbietet, wenn ich ins Standard Environment gehe. Maximaler Service, mehr geht eigentlich nicht, wenn ich Anwendungen ins Internet bringen will. Auf der anderen Seite habe ich aber Restriktionen. Über die möchte ich auch sprechen, da kommen wir auch wieder zu dem Docker von vorhin zurück. App Engine hat zwei Environments, die ich wählen kann. Für fast alle Sprachen haben sie diese beiden Environments. Das Standard Environment, das haben wir uns gerade angeguckt. Da läuft meine Anwendung in einer Sandbox, in diesem Fall in einer Python-Sandbox. Dasselbe gibt es aber für Java auch nochmal. Vorteile sind, das skaliert in Sekunden. Wenn jetzt heise.de, dann habe ich nach 3 Sekunden habe ich 100 Instanzen von der Anwendung, die meine ganzen Anfragen bearbeiten. Skaliert auch wieder runter, und zwar bis auf 0, sodass ich nichts bezahlen muss dafür, wenn meine Anwendung nicht benutzt wird, weil ich verdiene auch kein Geld damit. Die erste Instanz ist permanent und immer kostenfrei. Das heißt, wenn ich meine Anwendung dahin tue und die braucht nur, hat hin und wieder ein paar Requests und eine Anwendungsinstanz kann diese ganzen Anfragen bedienen, dann zahle ich gar nichts. Überhaupt nichts. Das ist hervorragend, wenn man mal einen Prototypen baut. Möchte den vielleicht ein paar Kunden zeigen, die sollen den auch selbstständig benutzen können. Aber eigentlich verdient man vielleicht noch kein Geld damit. Auf der Negativseite habe ich Restriktionen bei dieser Umgebung. Ich kann keine echten Netzwerkverbindungen aufbauen. Das ist für die allermeisten Sachen kein Problem, aber manchmal beißt es einen halt. Man hat auch keine echten Dateizugriffe. Es gibt kein Dateisystem. Man läuft ja in dieser Sandbox. Man muss alles über die Cloud Bucket API abbilden. Es gibt dann so Wrapper drumherum, die mir bei Python so File-like Objects herstellen. Es gibt auch Wrapper für Java, die mir das entsprechend implementieren. Aber muss man sich im Kopf haben, das sind keine Dateien. Temp-Dateien und sowas, vielleicht möchte man die nicht als Dateien ablegen. Vielleicht die größte Restriktion ist, jeder Request wird nach 60 Sekunden hart gekillt. 60 Sekunden ist ziemlich viel, wenn ich eine Webseite an den Benutzer generiere, aber wenn ich eigentlich gerade 1000 Mails verschicken will, dann ist es vielleicht nicht so viel. Hintergrund ist, dass Google halt sagt, naja, wenn du jetzt 5 Anwendungsinstanzen hast und jede von denen bearbeitet einen 60-Sekunden-Request, vielleicht könnte das auch eine machen, aber wir können das nicht migrieren, weil der läuft ja noch. Das heißt, wir wollen lieber viele kurze Requests haben, damit wir die besser zwischen den einzelnen Systemen verteilen können. Was man dann halt benutzen möchte, sind diese Task-Queues. Man kann halt bei Google App Engine sagen, ah, ich nehme die Anfrage rein, ich gieße meine 100 Mails in die Task-Queue, jede von den Items macht einen Web-Request wieder auf meine Anwendung, der verschickt dann eine Mail oder vielleicht 10. Und dann habe ich halt 10 Items in meiner Task-Queue. Das ist dann okay, weil dann jede Anfrage nicht mehr so lange dauert, aber ich muss bei meiner Anwendungsarchitektur darauf achten, dass ich keine langlaufenden Requests habe. Wir haben so ein Beispiel, da machen wir einen CSV-Export, da fallen 50.000 Zeilen CSV raus. Das geht nicht in 60 Sekunden. Also wir müssen die gesamte Datenbank durchwühlen, alle Daten zusammenkleben und ein großes Export machen. Ich muss mir genau überlegen, wie ich diesen Exportprozess in Slices bauen kann, vielleicht in mehrere Worker aufteilen, vielleicht auch parallel bearbeiten lassen. Das erfordert aber, dass meine Anwendungsarchitektur in der Lage ist, sowas zu machen. Ich kann keine externen Binaries einpacken. Sagt man vielleicht, braucht man doch heute eh nicht mehr. Wenn wir zum Beispiel sowas machen wie Videos bearbeiten, vorne und hinten zuschneiden, dann braucht man vielleicht ein FFmpeg. Vielleicht möchte man sein Graphics Magic mitnehmen, weil das kennt man gut. Vielleicht brauche ich aber auch irgendwas Obskures, an das wir jetzt gerade nicht denken. Das geht in der Standard Environment geht das nicht. Ich habe nur Python zur Hand. Ich kann fast alle Python Libraries benutzen, aber wenn die dann wieder eine C-Komponente brauchen, weil sie irgendwie einen Teil in C geschrieben haben, dann kann ich die nicht mit der App Engine benutzen, nicht im Standard Environment. Ich habe keine echten Hintergrundprozesse. Das geht einher mit diesen 60 Sekunden. Wenn ich sowas wie Hintergrundprozesse haben will, muss ich auch das über den Task Manager abwickeln. Wann möchte man dieses Environment haben? Wenn man eh schon weiß, dass man
eigentlich nur Google APIs benutzen will. Auf der anderen Seite gibt es das Flexible Environment. Ich habe das bisher so ein bisschen ausgeklammert, weil das eigentlich nichts anderes ist, außer dass meine Laufzeitumgebung Docker ist. Das bedeutet aber, dass ich innerhalb meines Docker-Containers machen kann, worauf ich Lust habe. Ich kann da Binaries reintun, ich kann langlaufende Prozesse haben, ich kann Spring Boot zum Beispiel einpacken und dann sagen, naja, alle 5 Minuten führst du diese Methode in der Klasse aus, dazu brauche ich ja einen permanent laufenden Prozess. Vorteil ist, das kann ich noch einfacher entwickeln. Ich muss jetzt nicht diesen Google SDK Dev Server benutzen, sondern ich kann den Container einfach auf meinem Notebook ausführen und dann verhält er sich exakt so, wie er es auch in der Produktivumgebung tun würde. Docker ist da der gemeinsame Nenner, den ich auch auf meinem Rechner haben kann. Das macht auch Testen einfacher, wenn man an sowas wie Jenkins oder Bamboo für automatisierte Tests denkt. Natürlich kann ich einen Docker-Container ausführen und darin meine Tests machen. Wie mache ich das mit dem App Engine SDK? Wie mache ich da automatisierte Tests drin? Gibt es bestimmt einen Weg? Vermutlich ist das irgendein Google-Produkt, das man da benutzen muss für. Aber ich muss quasi schon vorher dran denken, dass ich das alles mit der Google-Technologie machen will. Portabilität ist ein Riesenvorteil. Wenn ich mich übermorgen entscheide, dass ich das doch lieber in der Azure Cloud hosten will, mein Konzern sich entschieden hat, dass das die Plattform ist, die haben auch Kubernetes, da kann ich meine Container so, wie sie sind, reintun. Wenn ich mich entscheide, dass ich doch vielleicht eigene Hardware haben will und bei mir im Keller betreiben, kann ich auch da die Docker-Container ausführen. Das heißt, ich bin nicht mehr so gebunden an Google, weil ich habe eine Umgebung, dieses Docker ist quasi mein Adapter, um es an jede beliebige Runtime bei verschiedenen Herstellern anbinden zu können. Und das funktioniert, weil es keine Restriktionen hat für alle Arten von Anwendungen. Bedeutet auch, es funktioniert für Bestandsanwendungen. Ich kann eine Anwendung, die schon jemand gebaut hat oder die vielleicht schon seit Jahren existiert, in den Container einpacken, mit dem Container in die Google App Engine tun und sie wird da laufen. Muss ich nicht anpassen an die Google-spezifischen Einschränkungen. Nachteil ist, so ein Container hochfahren ist, dauert länger, als meine Anwendung noch in einer Sandbox zu starten. Google sagt, Standard Environment skaliert in Sekunden, Flexible Environment skaliert in Minuten. Klar kann Container auch schneller starten, gar keine Frage. Aber es ist halt die Zusage, die sie einem geben, ist, es wird länger dauern. Heißt halt, heise.de, potenziell gehen mir die ersten 1-2 Minuten Last verloren. Oder die müssen halt, die warten halt. Nachteil ist auch, da es eben diese Skalierung auf Null nicht gibt, weil immer ein Prozess von mir laufen muss, um überhaupt zu entscheiden, ob das eine Anfrage ist, mit der man was anfangen kann, gibt es kein Free Tier. Ich bezahle ab der ersten Instanz. Das ist nicht viel. Das ist auch für, wenn ich eh Last permanent auf meinem System habe, kein Problem. Ein paar hundert Euro im Jahr oder sowas, keine Ahnung. Aber gerade wenn ich irgendwie Startup bin und ich habe einfach keine Kosten, die 100 Euro, für die kann ich mir eventuell, keine Ahnung, oder lass es 1.000 sein, kann ich mir vielleicht einen neuen Rechner kaufen. Wenn man die mal nebeneinander hält und so die krassesten Pro und Kontras rauszieht und versucht, eine Empfehlung abzugeben, dann würde ich sagen, Standard Environment, das Größte, wo man sich gewahr sein muss, ist, dass man ein Vendor-Login hat. Wenn man das dafür gebaut hat, dann ist es nicht so einfach, diese Anwendung zu nehmen und sie bei einem anderen Hoster unterzubringen oder selber zu hosten. Man hat Restriktionen. Man muss sich dieser Restriktionen gewahr sein und seine Anwendungsarchitektur schon während der Entwicklung daran denken, dass es diese Restriktionen gibt. Sonst hat man nachher ein Problem. Wenn der Request länger als 60 Sekunden dauert, dann geht es halt einfach nicht. Dann wird der halt beendet. Dafür kriege ich aber maximales Management. Ich muss nichts mehr einrichten und habe all die geilen Features, die ich vorher gezeigt habe. Wofür ist das gut? Das ist für kleine Apps gut. Für Prototypen, für Anwendungen, wo ich eh weiß, dass sie oft Leerlauf haben werden. Vielleicht für Tooling in meinem Unternehmen, wo ich weiß, dass das nur tagsüber gebraucht wird und abends nicht. Und das ist sowieso so klein, dass wir kein Produkt draus machen wollen, zumindest erstmal nicht. Wenn ich überhaupt kein Budget habe, um das zu tun, dann ist das die richtige Lösung. Flexible Environment macht die Entwicklung meiner Meinung nach einfacher, weil ich diese Container überall genau gleich haben kann. Ich bin portabel, ich bin nicht mehr an diesen einen Vendor gebunden. Ich kann morgen zu Azure und übermorgen auf meinen eigenen Server und es geht. Ich habe maximale Freiheit, ich kann Binaries einbinden, ich kann jedes beliebige Framework, alles, was ausführbar ist, benutzen. Es ist größtenteils gemanagt, aber nicht vollständig. Was heißt das? Zum Beispiel, um so nette Stack-Traces zu kriegen wie bei Stackdriver, muss ich in meine Anwendung selber die nötigen Anbindungen einbinden, dass im Fehlerfall meine Anwendung dem Google Bescheid sagt, wie der Fehler passiert ist. Da gibt es dann Maßnahmen, wie man das in seine Anwendungslaufzeitumgebung reinbringen kann, aber man muss sich halt selber kümmern. Google macht das nicht mehr komplett für einen. Wofür ist das richtig gut? Wenn ich eine vorhandene Anwendung habe, vielleicht habe ich schon vor einem halben Jahr angefangen zu entwickeln und mache mir jetzt Gedanken darüber, wo ich es hin deployen will, dann wäre das der beste Weg vermutlich. Wenn ich eh weiß, dass ich sehr schnell sehr viele Nutzer haben werde, vielleicht weil ich eine bestehende Anwendung ablöse,
dann spart mir dieser Free-Tier nichts, weil ich habe eh immer eine Instanz, die was am Machen ist. Wenn ich, sag mal, Serious Business, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ein Punkt, über den man streiten kann. Ich denke halt, wenn es eine Anwendung ist, also vielleicht ist gerade auch Serious Business, was man in Standard-Environment gehen will, weil man dieses ganze Management haben will, aber ich denke mir, ich will die Kontrolle haben über die Anwendung. Ich will in der Lage sein, sie selber auch auf einem anderen Host betreiben zu können. Low to medium budget, weil ich muss halt damit rechnen, dass ich von dem ersten Instanz an Geld bezahle. Auch wenn ich eine zweite habe für vielleicht die Dev-Umgebung oder für die Test-Umgebung und vielleicht noch eine Abnahmeumgebung, dann zahle ich halt dreimal. Obwohl die eigentlich nichts tun die meiste Zeit über. Damit habe ich euch einen guten Überblick gegeben, hoffe ich, über die Vorteile und über die Nachteile und über die verschiedenen Varianten. Und wer jetzt frei für Fragen, wenn ihr denn welche habt, das Mikrofon habe ich euch auch schon hingelegt. Kurzer Blick zur Videocrew. Und dann einfach los, wenn es welche gibt. Dankeschön. Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Der war wirklich klasse und hat die meisten Fragen schon im Keim erstickt sozusagen. Aber eine Frage hatte ich dann doch. Du hattest jetzt ein sehr simples Beispiel gebracht. Wie sieht das denn aus mit der Modularisierung innerhalb deiner App-Engine im Standard-Environment? Mhm. Also nehmen wir mal an, ja, ich baue mir eine Anwendung, nutzt das kostenlose Feature, das halt die erste Instanz kostenlos ist, aber die wird halt komplizierter und komplizierter, man baut Zeug dran und dann sage ich, okay, ich möchte jetzt nur das eine Modul, das ich gebaut habe, wieder auf eine ältere Version umleiten. Mhm. Ja, solche, das hat mich eigentlich beschäftigt. Mhm. Kann man solche Module auch machen, dass man also sagt, okay, ich habe es jetzt hier modularisiert, nur den Teil jetzt bitte umleiten, ja. Oder ist das auf eine Datei, eine Klasse beschränkt oder wie schaut das aus? Also diese Versionierung bezieht sich immer auf die gesamte Anwendung. Das heißt, wenn man so eine Modularisierung haben möchte, dann möchte man eigentlich vermutlich mehrere Anwendungen haben. Dann ist ja auch die Frage, wie reden denn diese Module miteinander? Also welche Schnittstelle habe ich zwischen denen? Man muss ja sich dann über API-Design Gedanken machen, weil die eine Hälfte vielleicht ja auch ohne die andere abgegradet werden soll. Heute würde man vermutlich HTTP und vielleicht eine restbasierte Schnittstelle dazwischen benutzen. Und dann ist es relativ naheliegend zu sagen, das eine ist eine App, das andere ist eine App, sie haben beide Domains und dann reden die über diese Domains miteinander. So, das ist ja dann Traffic, der innerhalb des Google-Netzwerks fließt, der ist dann auch entsprechend schnell. Und dann habe ich quasi einzelne Anwendungen, die ich unabhängig voneinander updaten und zurückrollen kann. Dann sind sie aber auch vollständig unabhängig. Ich denke, so Module abzudaten, also wenn ich mir überlege, wie das in Python ausschauen würde, dann wäre die Schnittstelle ja quasi Anwendungscode. Das stelle ich mir sehr schwierig vor, da überhaupt eine saubere API, gut kann man machen, aber sicherzustellen, dass ich das updaten kann, ohne dass ich irgendwelche API-Konflikte habe, weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre eher der Weg, dass man das dann in Microservices schneidet und jeden mit einer HTTP-Schnittstelle ausstattet. Kann man bestimmt dann auch so machen, dass die nicht von außen erreichbar sind, sondern nur von innen und quasi nur von seinen eigenen Anwendungen. Vielleicht muss man dann auch noch Autorisierung dazwischen bauen. Das sind ja eh so Dinge, über die man dann nachdenken muss. Weil ich glaube, das wäre eher das Modell, das ich dann wählen würde. Ja, vielen Dank. War schon eine super Antwort. Da. Hi, erstmal danke, super Talk. Ich behaupte nicht, dass ich alles technisch verstanden habe, aber ich habe mal eine Frage. Ich hoffe, die ist jetzt nicht super blöd. Du sprachst am Anfang von diesem Cypher, wo quasi entschieden wird, für wen technisch gesehen deine Anwendung verfügbar gemacht wird. Du sagtest, ja, wenn man das selber macht, muss man sich halt selber drum kümmern und entscheiden, was supportet man. Jetzt lagert man das an Google aus. Wie viel Freiheit hat man hier noch? Weil, also für mich ist das aus der Prozessdesign-Sicht so, Moment mal, ich vertraue also der Blackbox Google an, wer mein Kunde sein darf. Ja. Jetzt habe ich Freunde von mir, die schreiben was Technisches. Deren Zielgruppe nutzt Samba auf dem Handy, weil Sub-Sahara-Afrika ist ihr Marketplace, was wahrscheinlich auch Google dann nicht mehr supportet, weil es eine Nischenanwendung ist. Deswegen meine Frage, wie sehr gibt man da Zielgruppenkontrolle an Google ab und wie sehr kann man da noch Einfluss drauf nehmen? Das, was ich da ansprach, Verschlüsselungscyphers, ist etwas, also die Entscheidung ist nicht, wen will ich supporten und wen nicht, sondern was ist das Mindestlevel an Sicherheit, dass ich bereit bin zu benutzen. Weil was ja passiert ist, der Server sagt, ich kann folgende Verschlüsselungsverfahren und der Client sagt, ich hätte gern dieses hier. Und wenn ein Angreifer kann diese initiale Kommunikation beeinflussen und kann sagen, ich kann gar keine Verschlüsselung oder nur eine ganz schlechte, und dann sagt der Server, gut, machen wir, ist in Ordnung. Und dann kann der Angreifer das quasi brechen, weil es ja eine sehr einfache Verschlüsselung. Das heißt, ich möchte auf dem Server sagen, das Mindestlevel an Sicherheit, das ich supporte, fängt hier an. Und wenn ich jetzt aber Geräte habe, die das nicht können, dann können die meine Seite nicht aufrufen. Und das ist eine Entscheidung, die trifft man sowieso. Und wenn man irgendwie, keine Ahnung, kannst du mal eine beliebige Webseite bei SSL Labs einwerfen und gucken, was die alles so können, dann steht da zum Beispiel drin, die können ab IE6 aufwärts.
oder IE6 nicht mehr, aber ab danach. Weil davor, wenn ich das alles supporte, bin ich angreifbar für ein halbes Dutzend an SSL-Sicherheitslücken. Und das will ich nicht sein, weil dann meine Nutzer halt nicht mehr sicher. Moderne Browser wie Chrome würden dann auch sagen, diese Verbindung ist nicht sicher. Die benutzt zwar HTTPS, aber mit einem alten Cipher, deswegen ist sie nicht mehr sicher. Auf der anderen Seite schließe ich damit aber vielleicht alte Geräte aus, die halt kein Update bekommen. Das ist aber dann eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ist mir die Sicherheit der meisten wichtig oder ist es mir wichtiger, dass die anderen das auch noch können? Und diese Entscheidung, die hat man dann nicht mehr in der Hand. Das ist richtig. Google trifft die für sich, für seine Dienste. Das heißt, die Leute können auch keine Suche benutzen, kein Gmail, kein G-Drive, die können gar nichts machen damit. Und genau dieselben Regeln gelten dann für mich auch. Seit wann gibt es das Angebot mit der Google App Engine? Also so Pi mal Daumen. Das kann ich dir nicht wirklich beantworten. Ich selbst glaube, ich habe das erste Mal vor einem halben Jahr damit angefangen, mir das anzugucken oder so. Und da ist das aber schon relativ stabil gewesen. Also ich würde aus dem Bauch aus sagen, dass das schon deutlich länger als ein Jahr existiert. Öffentlich. Was man aber auch sagen muss, ist, dass fast alle Google-Services, zumindest die irgendwie heute noch neuer dazukommen, das intern auch benutzen. Das heißt, dass wie so vieles ist es eine Technologie, die Google für sich selber entwickelt hat, haben die ein paar Jahre intern benutzt, haben dann gesagt, finden wir gut, sollten auch andere haben und haben dann angefangen, es schrittweise nach außen zu öffnen. Das heißt, vermutlich existiert die technische Plattform schon sehr, sehr viel länger und betreibt sehr, sehr viel länger auch schon interne Dienste von Google. Cool. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann sage ich Dankeschön. Fordere alle nochmal auf, sich ein neues Bier zu holen und was von den Chips zu essen. Und wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Danke sehr.